was bisher geschah. Ich bin dieses Jahr nicht mit dabei. Wollen wir vielleicht trotzdem ein Duell machen? Beendet das Duell. Attacke! Nicht! Der international in Teilen Deutschland bekannte YouTuber Card Journalist ist tot. Liga, ich komme! Die Liga beginnt. Ich muss mich vorbereiten. Alles wird übers Internet ausgetragen. Es wird sich niemand vor mir verstecken können. Ich habe Card Journalist getötet. Irgendetwas in mir muss das gewesen sein. Doch jetzt muss ich mich auf die Liga konzentrieren. Mein erster Gegner wird Nightmare Games sein. Verbindung steht in 3, 2, 1, go! Hallo Schattenspieler, ich habe auf dich gewartet. Gewartet? Du hättest die Zeit lieber zum Üben nutzen sollen. Duell! Ich lasse dich anfangen. Ein großer Fehler. Ich beschwöre Speedrite Terratop. Effekt! Ich suche mir ein weiteres Speedrite-Monster, das ich dann gleich spezial beschwöre. Jetzt benutze ich beide, um meinen Totem-Bird zu rufen. Ich aktiviere Tanky und suche mir eine Zodiac-Ratte. Ich beschwöre jetzt meine Ratte und werde dir meine Combo geben. Wodurch ich zwei weitere Ratten rufen kann und suche meine Peitsche auf die Hand. Zum Schluss rufe ich noch Drachzack und Daigustu Emerald, um eine neue Karte zu ziehen. Ich setze noch eine Karte und du bist dran. Ich ziehe. Ich beschwöre meinen mächtigen Abyss Megalo, indem ich zwei Wassermonster aus meiner Hand abwerfe. Jetzt aktiviere ich seinen Effekt und ich darf mir eine mächtige Ausrüstungszauberkarte von meinem Deck auf die Hand suchen. Und jetzt zerstöre ich auch noch deine verdeckte Karte. Mir doch egal. Die brauche ich sowieso nicht. Jetzt gehe ich in die Battle-Phase und greife mit meinem mächtigen Abyss Megalo deinen Drachzack an. Effekt meines Monsters. Ich zerstöre dein angreifendes Monster. Ha, das wusste ich. Ich rufe mein Tiefseetaucher und rufe meinen atlantischen Prinz Neptabis. Ich aktiviere seinen Effekt. Jetzt darf ich mir einen Drachen und Megalo auf die Hand suchen. Was bringt dir diese zwei neuen Karten? Ich werde dich im nächsten Zug zerstören. Das werde ich zu verhindern wissen. Ich beschwöre meinen Abyss Megalo. Durch den Effekt meines Drachen im Friedhof darf ich mein weiteres Wassermonster auf meiner Hand suchen. Des Weiteren aktiviere den Topf der Begier. Das lasse ich nicht zu. Ich aktiviere den Effekt meines Totembird. Dein Topf ist nutzlos. Jetzt mache ich eine Synchro-Beschwörung, um gleich eine weitere zu machen. Jetzt nutze ich den Effekt meines Drachen, um deinen Drachzack wieder ins Deck zu geben. Seh es ein, das Spiel habe ich gewonnen. Tja, dieses Spiel schenke ich dir. Auf zum zweiten Duell. Jetzt lasse ich dir keine Chance. Ich fange an. Versuch dein Glück. Ich beschwöre meinen Prinz, um meinen Drachen zu suchen und durch den Drachen meinen Friedhof mir einen Abyss Megalo zu suchen. Diesen beschwöre ich gleich, um meine Zauberkarte auf die Hand zu suchen. Außer aktiviert sich wieder der Effekt meines Drachen und ich suche meinen Tiefseetaucher. Zum Schluss rüste ich meine Ausrüstungszauberkarte und meinen Megalo an und setze eine Karte verdeckt. Du bist dran. Als würde mich das aufhalten. Ich beschwöre erstmal meinen Kaiju auf deiner Seite. Dann aktiviere ich meinen mystischen Raumtaifu, um deine verdeckte Karte zu zerstören. Verdammt! Jetzt aktiviere ich die mächtige Zauberkarte Kaiju Schlummer und zerstöre all deine Monster auf deiner Spielfeldseite und beide kriegen einen Kaiju. Jetzt suche ich mir mit Tanky eine Ratte und beschwöre sie aufs Spielfeld. Jetzt kann ich das Ende einläuten. Ich rufe durch meine Exit zwei weitere Ratten und eine Peitsche auf die Hand und beschwöre dann Drachzack und Garaga Samurai. Durch Samurais Effekt darf ich jetzt zweimal angreifen. Jetzt nutze ich den Effekt von Drachzack, um so dein Kaiju ein Ende zu bereiten. Durch meine Peitsche in der Hand reicht es, um dich zu zerstören. Attacke, beende das Duell. Wie kann das sein? In einem Zug? Wie konnte ich verlieren? Nein! Du warst das also mit Card Journalist. Leute, ihr müsst ihn aufhalten. Es ist schon wieder passiert. So langsam macht es mir Spaß. Egal, was in mir drin ist, es soll weitermachen. Nur noch 14 Spieler. Ich werde kommen. Keiner kann mich aufhalten. Lieber deinen eigenen Fans und keinem Kollegen, der die ganzen Storys lange kennt. Monday Jams check, verwöhntes Kind check, Twitter Puls check, Perfect Treffen. Guten Abend, meine Damen und Herren, wir unterbrechen die laufende Sendung für eine Sondermeldung. Der YouTuber Nightmare Games wurde ermordet in seiner Wohnung aufgefunden.
Der Tathergang ist bisher noch ungeklärt. Jedoch vermutet die Polizei Parallelen zum Tod von Card Journalist. Für weitere Hinweise melden Sie sich bitte direkt bei der Polizei oder bei uns im Studio. Bis dahin wünschen wir Ihnen weiter viel Spaß mit dem folgenden Programm. Das kann so nicht weitergehen. Der Sache muss ich auf den Grund gehen. Alle meine Freunde sind in Gefahr. Erster Anhaltspunkt. Schattenspieler. Oh yeah.